the ground shake. Herzlich willkommen, Leute. Hier ist wieder der Fred mit Engramm Sonntag Folge 20. Mal sehen, was ich heute so alles im Angebot habe. Aber gehen wir erstmal so rum. Ich habe meine Arbeit schon. Kleiner Überblick, was euch hier heute erwartet in dieser Folge. Ich habe ein bisschen gesammelt wieder. Und hoffe, dass was Interessantes dabei ist. Gehe wieder erst die legendären durch. Gucken, ob wir Exo gerade davon geredet, ausziehen können, halt aus den legendären. Geh dann kurz auf die legendären ein, um dann weiter zu den exotischen zu gehen. Und wollen wir mal gucken, ob was Gutes dabei ist. Es gibt ja immer noch Gerüchte, dass man 320er Exos daraus ziehen kann. Kann ich bis jetzt nicht bestätigen. Ich glaube auch nicht, dass es funktioniert. So, da haben wir erstmal hier Sinnflut, Maschinengewehr auf 275. Extrem hohe Feuerrate, Schlagkraft eher weniger dann hier. Ich glaube, vom toten Orbit ist dieser kleine Helm hier. Sieht auf jeden Fall ziemlich lustig aus. Handschuhe. Dann hier 298 das höchste. Dann hier halt Dämmerbruch gar nicht, Titanbrust, Intellekt Stärke auf 310, drücke in der Luft Kreis, um auszuweichen, erhöht Erholung für 5 Sekunden nach erlittener leere Explosionsschaden, du kannst mehr Munition für Spezialwaffen tragen. Und da gibt es diesen Perk, hier, Spezialwaffen oder schwere Waffen, da ist es egal, ob ihr eine Schrotflinte drin habt, ein Sniper, ein Fusi, egal, genau wie hier, das Maschinengewehr, Raketenwerfer, das Schwert, egal. Es zählt allgemein dafür. Also das ist auf jeden Fall eine ziemlich coole Brust für den Titan. Und das in der Kreis auszuweichen, habe ich persönlich noch nicht ausprobiert, weil ich ja keinen Titan mehr habe. Aber ich habe mir sagen lassen, das ist sehr, sehr gut. Dann hier noch ein paar Umhänge. Das war's mit den legendären. Gucken wir jetzt mal, was so an exotischen Sachen da rauskommt. Dann haben wir einmal Armkreisrückgrat, Ruinenflügel. Fass mich bloß nicht an, ein Kryptagenpaket. Hoffentlich konnten wir helfen, Hüter. Blaus hat sich wieder dazwischen gefummelt. Das. So, weiter. Dann kein Plan B. Ja, Dämmerbruch gar nicht. Oder Garnison. Tarantella. Sternfeuerprotokoll. Der Taikonaut. Obsidianwille. Maske des dritten Mannes. Gravitonbuße. Strahlende Tanzmaschine. Drachenatem. Nochmal Drachenatem. Nochmal Drachenatem. Und noch ein Kryptagenaufstieg. Ja. Dreimal Drachenatem hintereinander. Ich freue mich tierisch. Nicht. Aber gehen wir später drauf ein. Nochmal Drachenatem. Die Wahrheit. Dann haben wir hier den Falkenmond. Das letzte Wort. Hartes Licht. Der vierte Reiter. Plan C. Der vierte Reiter. Und nochmal Plan C. Ja, sehr viele Doppelte auf jeden Fall dabei wieder. So, gehen wir erst da dran. Falkenmond auf 13. Letzte Wort auf 13. Hartes Licht auf 13. Bekannte Waffen, alle drei für jeden Spielertyp eigentlich dabei, kann ich alle empfehlen. Besonders hartes Licht, definitiv ein Versuch wert im PvP. Alles drei meiner Meinung nach PvP-Waffen. Sehr selten, dass man damit, hartes Licht könnte man vielleicht noch im PvE spielen, aber die zwei eher doch nicht. So, dann haben wir hier den vierten Reiter. Diese Waffe kann im vollautomatischen Modus, also das Ding schießt übertrieben schnell raus. Gibt meiner Meinung nach besser die Schmierung zum Beispiel. Würde ich definitiv vorziehen. Dann Plan C. Ein sehr, sehr gutes Fusionsgewehr. Muss ich dazu sagen.
Lade- und Ausrüstungszeit sind gleich nach dem Waffenwechsel sehr kurz. Diese Waffe hat zusätzlich Präzision beim Feuern aus der Hüfte mit Arkschaden. Dann hier. Viermal lieber den Drachenatem. Ist definitiv besser als im Jahr 1. Falls ihr den Drachenatem noch nicht habt und ihr ihn bekommt und denkt, nee, der war im ersten Jahr schon schlecht, probiert ihn aus. Es ist diesmal besser. Und zwar mit dem Perk, nimm den Finger vom Abzug, nachdem du gefeuert hast, um eine Solarschaden-Napalm-Kanister abzuwerfen. Das Ding sieht einfach so dermaßen geil aus. Von der, allein nur die Animation und dieses Feuer, was dann auf dem Boden da lang läuft. Richtig cool. Die Wahrheit, braucht man nicht drüber reden. Exotischer Raketenwerfer. Definitiv ein Riesenteil. War es schon in Jahr 1, meiner Meinung nach, natürlich klar, nach dem Jalahorn. Aber die Wahrheit ist definitiv ein Kauf wert. Dann, der Taikonaut für den Titan. Alle Raketenwerfer erhalten Zielsuche. Das Radar bleibt beim Zoomen mit schweren Waffen sichtbar. Schwere Munitionslieferungen sind erhöht. Superenergie durch Nichthüterkills. Bonusgranatenenergie, wenn Sphären aufgehoben werden. Auch ein sehr lustiger Helm. Obsidianwille. Für den Leereläufer vom Warlock. Nova-Bombe reduziert die Abklingzeit der nächsten Nova-Bombe. Lakaien der Dunkelheit mit Nahkampfkills zu beseitigen gewährt Bonus-Superenergie. Deine Gesundheit wird wiederhergestellt, wenn du eine Sphäre aufhebst. Dann, Maske des dritten Mannes, definitiv ein Muss, ein Kauf. Also meiner Meinung nach ein guter Helm, wenn man Klingen, so wie ich im PvP, halt den Klingentänzer spielt. Arkus-Klingenangriffe verbrauchen weniger Superenergie. So habt ihr halt auch länger was von dem Klingentänzer. Man kann dann natürlich noch höher skillen im Klingentänzer selber, im Fokus, dass jeder Kill nochmal die Dauer verlängert vom Klingentänzer. Dann, Graviton-Buße gewährt Schattenschritt, ist dieser Ausweichschritt im Nachtbürcher-Fokus. Dann, Armgras-Rückgrat. Lichtsensorminengranaten halten länger an und eine zusätzliche Lichtsensorminengranatenladung. Heißt, ihr habt bei der Golden Gun halt zwei Lichtsensorminen, was ziemlich gut ist. Ruinenflügel, finde häufiger schwere Munition oder halte mehr Munition in jeder schweren Munitionslieferung. Was mich bloß nicht an, erlittener Schaden von Nahkampfangriffen macht dich kurzzeitig unsichtbar. Kein Plan B, Schrotflintenkills lösen Machtbarriere aus und die Dauer von Machtbarriere ist erhöht. Titan, Pumper, Bubble, sag ich mal, das sind eure Handschuhe auf jeden Fall. Dann hier wieder Dämmerbruch gar nicht, bin ich eben schon drauf eingegangen. Dann Tarantella, eine der neuen Ausrüstungsgegenstände für den Jäger. Akkuschaden von Lakaien der Dunkelheit ist reduziert, Akkusgranaten sowie Akkusklingen laden schneller wieder auf. Dann Sternfeuerprotokoll, erhalte eine zusätzliche Fusionsgranatenladung, ist halt eine Brust für den Warlock, wenn er seinen Sonnensänger drin hat. Habe ich auch schon mal im Xur-Video, bin ich darauf eingegangen. Dann hier, stelle eine Tanzmaschine, du bewegst dich schneller, während du zielst, erhöht die Menge an Scharfschützenmunition und Agilität für 5 Sekunden nach einem leeren Doppelkill. Bin ich beim letzten Mal auch, habe ich ja erzählt, gibt definitiv bessere Ausrüstungsgegenstände, also Rüstungen, wo ich sage jetzt persönlich, da ist für die Waffe, für die Schuhe jetzt einen Exoslot zu belegen, nee, definitiv nein. Also die Schuhe hätten die sich sparen können, bin ich ganz ehrlich. Ne? Also ist meine Meinung. Ja, dann haben wir hier unten, ach, hier unten ist noch ein blaues Artefakt. Das war's eigentlich schon. Das sind die Engramme von dieser Woche. Werde nochmal bei Xur nochmal 3 Damage zu 0, damit es nächste Woche wieder ein bisschen mehr exotisch ist. Das ist natürlich, muss ich mir merken, 4 Waffen hintereinander. Der Drachenatem ist im Moment top. Ich glaube, da konnte nur damals Wappen von Alpha Lupi mithalten. Da war ja irgendwie, habe ich ja nur Waffen von Alpha Lupi gekriegt.
Gut, Leute, das war's mit dieser Folge. Engram Sonntag. Bis zum nächsten Mal. Euer Fred. Und wie immer, denkt dran, bleibt sauber. Wir sehen und hören uns.